ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch unter meinem letzten Video gewünscht, dass wir dieses Folio, dieses Envelope Folio zusammen zu Ende gestalten. Und das machen wir jetzt heute auch. Bleibt jetzt einfach dran. Im letzten Video ist dieser schöne Tag entstanden. Den haben wir mit Kornblumen gemacht und der ist im Rahmen des Junk Journal und Art Journal Staffellaufs entstanden. Schaut euch mal die Playlist in der Infobox an, in der Videobeschreibung hier drunter, falls euch das interessiert. Und der läuft gerade noch, der Junk Journal Staffellauf. Und da könnt ihr viele Inspirationen euch holen, wenn ihr möchtet. Ja, dieser Tag, der bleibt ja nicht bei mir, aber ich habe gesagt, ich mache einen ähnlichen Tag bzw. eine ähnliche Journaling-Card, die ich dann hier hinten reinpacke. Und die habe ich ohne euch gemacht. Ne? Das war sehr ähnlich von der Gestaltung her und dementsprechend habe ich das mal ohne euch gemacht. Hier hinten ist noch ganz viel Journaling-Space, Platz zum Schreiben drauf. Hier kann man vielleicht noch einen Washi-Sticker oder ähnliches später draufkleben. Aber der hat jetzt hier hinten seinen Platz gefunden. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Der ist auch mit Kornblumen und mit Kornblumenpapier gestaltet gewesen. So, den packen wir jetzt mal hier schön rein. Und ihr seht ja, das war das Ergebnis von dem ersten Video. Ich finde, dass diese Eco-Papiere sehr stark für sich selbst sprechen. Das heißt, ich werde nicht zu viel mit euch mehr hier drauf machen. Aber zum Beispiel diese Naht hier, ne, die ist nicht so wunderschön geworden. Und ich möchte das ein bisschen verdecken. Und ich möchte diese Seite nutzen, ohne zu viel zu verdecken. Diese Rosenblätter, die hier zu sehen sind, die sind schon ganz toll und wirken für sich. Und als allererstes würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt mal einen Cardstock, schneiden uns den zurecht und setzen hier eine Tasche drauf. So, ich habe schon mal die Schneidemaschine bereitgestellt und hier habe ich ja noch Reste, die ich nicht verbraucht habe aus dem ersten Video. Und ich dachte mir, der Rest passt schon perfekt, dass wir den hier aufkleben als Tasche. Der muss nur ein bisschen gekürzt werden hier. Das ist ein bisschen zu lang. Und dann haben wir das super abgedeckt und dann können wir was hier hinterstecken. Das muss ja gar nicht so groß sein. Ich markiere mir das jetzt hier mit einem Bleistift. So. So ein Stückchen muss da ab, mehr nicht. Das reicht vollkommen aus. Und dann nehme ich mir mein Distress Oxide in Frayed Burlap. Ink mir das einmal rundherum, damit das auch alles schön zusammenpasst. Der hat jetzt so, falls es euch interessiert, so circa 4 cm Breite der Streifen und ist halt so hoch wie das DIN A5 Folio. So. Ich klebe jetzt das ganz normal als Tasche auf. Man hätte jetzt auch ein Bellyband draus machen können. Das können wir ja hinten machen, weil da ist ja eine Tasche hinter. Da brauchen wir nicht noch mal eine Möglichkeit, vorne etwas einzustecken. Da suche ich mir einfach gleich noch einen weiteren Rest, der diese Größe hat, raus. Und dann benutzen wir das mal als Bellyband. Und dann hat man auch ganz schnell das gestaltet. Ja, hier ist dieser Rest. Ich markiere mir jetzt im Endeffekt nur, wie ich den zurechtschneide. Ich möchte wieder so einen Rand stehen haben. Habe ich ja überall hier gemacht. Schneide mir das dann dementsprechend zurecht. Einmal hier und einmal hier. Das geht ganz fix. Und dann möchte ich ja eine Möglichkeit haben, wirklich ja zu schreiben und noch etwas einzutragen in dem Journal. Also, es ist ja kein richtiges Journal, das ist ja genau der Punkt. Es ist ja, es hat ja keine Seiten in dem Sinne. Ne? Und damit ich was schreiben kann, muss ich mir jetzt so eine Alternative suchen. Ich ink jetzt wieder einmal rundherum. Ist es bei euch auch so fürchterlich warm? Meine Güte. Also, ich stehe hier im Bastelzimmer und denke mir, das ist doch nicht mehr normal. So. Wenn man das Wetter nicht hat, wünscht man sich meistens den Sommer. Und wenn er dann da ist, dann hat man
hat man es doch schwer, ne? So, also ich klebe das jetzt hier so auf. Dann habe ich hier noch mal was Schönes drauf vorne. Wenn ich da was hinterstecke, sehe ich trotzdem noch Echo Dying. Also ein Papier mit Muster. Und das finde ich schön. Ich habe auf dem Trödelmarkt schönes Papier bekommen aus den 60er Jahren. So kleine Blöckchen und sowas. Und da werde ich mir jetzt gleich was rausnehmen. Und dann werde ich das einfach nur hier reinpacken, dass man da drauf später schreiben kann. Ja, so. Das ist, glaube ich, gerade genug, hoffe ich. Ja, das reicht. Können Sie auch ein Falzbein nehmen, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Gehe ich nochmal hier schön drüber. So, und diese Blöcke finde ich ganz toll. Da sind so wie Vokabelheftseiten drin. Und die haben schon so eine schöne Färbung. Und da reiße ich mir jetzt eins raus und packe mir das hier rein. Beziehungsweise ich habe zwei rausgerissen, dass ich für hinten gleich auch noch etwas fürs unters Bellyband habe. So. Und dann falte ich mir das in der Mitte, lasse das hier so überstehen, gehe hier vielleicht nochmal so ein bisschen mit Frayed Burlap drüber, dass das auch hier so nicht ganz so neu aussieht, auch wenn es eh schon schön Patina hat. So, dann packe ich mir das hier rein. So, und dann kann ich hier vorne vielleicht noch etwas drauf machen, Cluster oder irgendetwas anderes, aber erstmal sieht das doch toll aus. So, jetzt kümmern wir uns um hin. Blätter mal nach hinten, habe mir noch so einen Reststreifen hier besorgt. Ach ja, von der Höhe wird es wieder nicht ganz hinkommen. Da muss wieder ein Stückchen ab. So. Schneiden wir wieder ab. Und ich ink wieder. So, und hier mache ich das Bellyband drüber, weil ich ja hier hinten schon den Tag drin habe und da eine Tasche habe. Und hier jetzt noch eine Tasche drüber zu machen, fände ich nicht so schön. So. Dann habt ihr ein paar einfache Beispiele, wie man das Ganze gestalten kann, ohne zu viel Aufhebens zu machen. So, und das Papier spricht ja wirklich sehr stark für sich. Und ich will ja auch nicht alles verdecken, was darin vorkommt, ne? Oder was darauf zu sehen ist. Schaut mal, diese schöne Blume möchte ich auch unbedingt hier noch drauf haben. Das heißt, ich markiere mir das hier so rum diesmal. Ich möchte das hier schneiden. Und hier schneiden. So, das mache ich ganz schnell. Das ink ich nochmal. Die Tags und Journaling-Cards, die hier drin sind, die werden wir nicht alle so ausführlich machen, ne? Also das ist mir wichtig, dass man da vielleicht auch noch ein Erinnerungsfoto von irgendetwas reinpacken kann oder was weiß ich und da wirklich drin mehr oder weniger journalen kann. So, deshalb gestalte ich das jetzt erstmal relativ einfach. Ne? Hier, ich nehme jetzt wieder die Seite, die ich euch mit euch gerade rausgerissen habe und gehe auch noch mal so ein bisschen drüber vorher. Finde ich dann doch schon sehr interessant, das darf hier rein. So, das greift auch noch mal diesen Rotton im Hintergrund auf, finde ich. Ist ganz witzig. Und ja. Was machen wir auf den anderen Seiten? Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Hier ist ja sehr viel weißer Platz und manchmal reicht es, ganz einfache Sachen zu machen. So, ich habe mal meine Washi-Sticker, meine selbstgemachten, die ich mit diesem Stempelset erstellt habe, Flutter CMS 294, hier mir rausgesucht und ich glaube, es reicht mir wirklich komplett aus, auf dieser Seite einen schönen Schmetterling zu platzieren und das mache ich jetzt einfach auch. Und mehr wird auf dieser Seite nicht gemacht, damit das Motiv nicht kaputt geht. Und man könnte hier auch noch eine Collage drauf machen, aber finde ich ein bisschen übertrieben. Wir haben da drin auch noch den Tag, der gestaltet werden kann und ja, schaut mal, wie schön sich das dann einfügt. Man könnte auch direkt darauf stempeln. Ich habe jetzt aber die Sticker schon mal da, die hatte ich mir schon mal vorbereitet. Und das ist dann schnell gemacht, wenn man das so einklebt. Und beim Stempeln könnte ja noch was verrutschen zum Beispiel. Ja,
Der Tag, der ist natürlich jetzt ganz weiß und hier ist nichts vorne drauf. Ob wir jetzt alle Tags bzw. alle Journaling-Cards hier gestalten müssen, das steht auf einem anderen Blatt. Ich fände es schade, jetzt wieder so ein komplettes Motivpapier dafür zu nehmen. Also die Ekundein-Papiere sind schon was Besonderes für mich. Und wenn wir hier auf dem, ja, auf der ersten Seite oder auf der Vorderseite sozusagen, die man sofort sieht, etwas haben, was schon so auffällig ist, dann möchte ich das nicht unbedingt noch auf der Rückseite haben. Das heißt, ich habe mir jetzt vorgenommen, mir das dann als Journaling-Karte wirklich zu gestalten, dass ich da auch etwas schreiben kann. Dafür nehme ich immer gerne diese Notizheftchen, nehme die auseinander und kann mir dann hier Linienpapier sozusagen zurechtreißen. Ich möchte immer so eine ungleichmäßige Kante haben. Das heißt, ich reiße mir das auf eine bestimmte Größe zurecht. Trenne mir das hier so ab und das kommt dann auf die Rückseite. So, das mache ich auch für die anderen gleich mit euch, für die anderen Karten. Dadurch, dass ich hier so viel von wegnehmen muss, habe ich mir das jetzt mal hier so draufgelegt einfach und mache das so Pi mal Daumen. Ne? Das muss nicht wahnsinnig korrekt sein. Es soll einfach nur ja, gut passen und oben und unten reiße ich mir das, damit das einheitlich aussieht, das auch noch ab. Und das passt halt zu diesem Ecodying-Look, finde ich, wenn das gerissene Kanten hat. So. Gehe hier einmal mit Fred Burlap wieder rum. Da kann ich jetzt auch Sticker drauf machen oder irgendwas. Aber ich lasse mir das noch auf, also offen und mache das erstmal nicht. Kommt drauf an, wenn ich da irgendwas eintragen möchte. Dann brauche ich vielleicht später den Platz noch. Deswegen lasse ich mir das erstmal so. So, und da das Papier sehr dünn ist, gehe ich meistens mit meinem Kleber einfach nur außen rum und schmiere das nicht komplett ein. Mit dem Flüssigkleber. Das reicht meistens vollkommen aus, das so zu machen hier. So. Dann habe ich hier schon mal Linien. Ich schreibe sehr gerne auf Linien. Das könnt ihr natürlich weglassen. Ich hätte jetzt auch vorne erstmal drauf nähen können, wenn man das toll findet oder ähnliches. Und dann das aufkleben können. Damit kann man natürlich auch toll Nähte verdecken. Ne? So, das hatte ich hier bei dem Tag hinten zum Beispiel gemacht. Hier in dem Fall brauche ich das jetzt nicht. Ich habe ganz viel von diesen in Anführungsstrichen Opferpapieren hier an der Seite liegen. Das sind die Papiere, die ich zwischen die Blätter von dem Fotopapier gepackt habe, damit das die Farbe nicht komplett durchdrückt. Ja, manchmal hat man das so Rosenfärben sehr stark durch. Ihr seht ja, hier landet jede Menge Farbe auch von den Pflanzen auch noch drauf. Und das macht den nächsten Print dann manchmal kaputt. Manchmal ist das auch gewünscht, aber jetzt für das, was ich so vorhatte, war das jetzt nicht gewünscht. Und das sieht doch schon mal als Hintergrund, also für eine kleine Collage oder so, sieht das doch toll aus, dachte ich mir. Das heißt, ich schnappe mir wieder meinen Bleistift und beklebe jetzt die Tags und die Journaling-Cards einfach mit dem Opferpapier. So, schneide mir das jetzt eben zurecht und mache das dann für alle Tags, die hier drin sind und für alle Journaling-Cards einfach so fertig schon mal. So, ich habe jetzt schon hier die Journaling-Cards jetzt alle so beklebt und werde die jetzt einfach hier wieder reinpacken. Also wie gesagt, hinten zum Schreiben und vorne etwas, worauf man noch kollagieren kann. Ich werde jetzt nicht alle Collagen mit euch noch machen, aber eine oder zwei werde ich mir gleich rausgreifen, beziehungsweise vielleicht nicht auf den Tags oder auf den Journaling-Cards, sondern ein oder zwei Collagen hier auf dem ja, schönen Ecodying-Seiten, weil ich glaube, das fällt einem am schwersten, wenn man so ein Folio macht, da zu gucken, was füge ich denn da überhaupt ein und was passt dazu und so. Und ja, wie gesagt, ich möchte einfach hier noch Platz lassen, dass da schön geschrieben werden kann. Ne? Und ja, vielleicht Fotos eingeklebt werden können. Jetzt hier vorne drauf, überlegt euch mal, einfach ein Foto und eine schöne getrocknete Blume drauf und dann reicht das schon. Viel mehr muss da auch gar nicht gemacht werden. Ne? Und dann hat man eine schöne, zum Beispiel einen Ausflugstag oder so, hat man dann in Erinnerung. Ja, hier habe ich auch schon angefangen. Und die Tags wollte ich jetzt nicht bis hier oben nochmal ja, bekleben. Das fand ich jetzt unnötig. Ich habe mir einfach Rechtecke zurechtgeschnitten und dann hinten auch einfach
linierte Rechtecke zurechtgerissen. Und das machen wir jetzt hier einmal nochmal zusammen. Und das funktioniert einfach und schnell. Ich habe hier jetzt eh schon eine abgerissene Kante. Jetzt würde ich sagen, einfach nochmal ausreißen zusammen. Ups. Dann einmal rundherum. Zack. Das ist hinten. Und dann schneide ich mir noch mal das Papier zurecht. Das könnte man natürlich auch reißen, nur das ist schon so fluderig. Vielleicht sollte man das dann ja nicht mehr reißen, damit das nicht ganz auseinanderfällt. So, das lege ich mir einfach auch nur wieder an. Und hier soll es enden ungefähr. Dann machen wir noch auf der, ja, ich glaube auf der Mondseite möchte ich gleich noch mit euch arbeiten. Auf jeden Fall. So. Ja, das Papier ist so ein bisschen zickig, weil das noch so gekrümpelt ist, aber das macht ja auch den Charme von dem Papier so ein bisschen aus. Ne? Deswegen ist das gut, dass wir nicht alles so planfest kleben. So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber wenn man später hier was drauf collagiert, das ist schon wie so ein Rahmen dann. Und, ja. Die packe ich jetzt auch erstmal kurz wieder rein, schnell mit euch. So. So. Jetzt haben wir alle wieder drin. Okay. Wie gesagt, hier habe ich ja einen Schmetterling. Ich glaube, ich will jetzt auf anderen Seiten hier zum Beispiel, ist sehr leer, ne, möchte ich auch noch einen Schmetterling aufkleben. Vielleicht den hier hin, so in den Bereich, der so leer aussieht. Oder hier. Hier ist, glaube ich, schöner. So. Wie gesagt, ihr könnt auch stempeln, das ist gar kein Problem. Schön ist, dass das einfach so schön transparent ist und gar nicht auffällt. Und ich überlege gerade, wo war. Also hier ist ja auch sehr viel frei. Ne? Sollen wir hier direkt auch noch einen hinmachen? Ja, also mehr würde ich auf diese Seite auch nicht packen. Schmetterlinge passen einfach perfekt zu den Blümchen, finde ich. Ja, das sieht gut aus. So, und hier vielleicht noch einen hin. Dann haben wir diese Seiten abgedeckt. Und das ist nicht überall das gleiche, aber ein bisschen so. Schön. Als fortlaufendes Thema mit den Schmetterlingen auch. So. Doch, das gefällt mir recht gut. Und wir sollten jetzt noch eine schöne Collage auf die Mondseite hier machen. Oder vielleicht auf die zweite Seite, weil ich habe immer die Collagen lieber hier auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, genau. Also ich glaube, wir machen nicht die Tags zusammen, sondern das hier. So, ich überlege mir mal was. So, ich habe jetzt mal einiges rausgesucht. Die kleine hier möchte ich jetzt für die Collage hier auf der Seite verwenden. Habe ich mich entschieden, damit ihr jetzt nicht zu lange mit warten müsst, habe ich das schon mal alles parat gelegt. Ich nehme mir hier wieder ein bisschen Collage-Medium und tupfe sie ein, damit sie trocknen kann, während ich das andere hier vorbereite, weil ihr kennt das, die scheinen mir zu sehr. Und nein, ihr müsst natürlich nicht mit den Paper Dolls arbeiten. Ihr könnt dafür jede Figur nehmen, die ihr habt oder gar keine, ja, wie soll ich sagen, Kinder, Menschen, wie auch immer, sondern direkt nur getrocknete Blumen oder Pflanzen. Ihr seht, ich habe mir hier eine gepresste Mohnblume. Ich habe mir die hier an die Seite gelegt damit und schon mal rausgesucht, damit ich das gleich hier in die Collage mit einbringen kann. Und gepresste Blumen kann wirklich jeder sammeln, sich das in ein Buch packen. Oder ich habe jetzt so eine Presse, zum Beispiel eine Blumenpresse, und benutze die gerne dafür. Das ist echt ohne Probleme machbar. So, und jetzt, während die Kleine trocknet, können wir eigentlich mal schon direkt einen Platz für die Mohnblume suchen.
Ihr seht, hier in der Mitte ist kein Motiv. Das heißt, das möchte ich natürlich erhalten. Die soll gesehen werden. Das ist ja schön geworden, sehr schön geworden beim Echo Dying. Und hier ist nichts zu sehen. Und dementsprechend könnte ich hier ganz toll die Blume aufkleben. Ich mache das auch mit Collage Medium. Da kann ich nämlich etwas auf den Hintergrund streichen. Ist im Endeffekt ja auch nur ein Kleber. Ihr könnt auch Serviettenkleber nehmen. Ne, das ist euch überlassen. Ich habe das Collage-Medium jetzt nur mal hier. Ich benutze das sehr gerne und nehme das dann auch dafür. So, und positioniere mir das dementsprechend. So, jetzt ist es ein bisschen geknickt, aber es rutscht noch ein klein wenig. Und die sind so hauchfein, die Blätter, dass die sich auch sofort anlegen. Also das ist nicht das Problem. So. Ne, die bestreiche ich und das muss dann gleich nämlich trocknen. Und dann habe ich das direkt alles aufgeklebt und hier könnte ich mit dem Art Glitter Glue noch mal an den hier unten an den Stängel gehen. Das hält manchmal mit Collage Medium nämlich nicht so gut auf Anhieb, ne? Das muss dann angedrückt werden, aber wir gucken mal, ob es vielleicht direkt klappt jetzt, weil es sehr gut aufliegt. So, ja. Vertupfe das noch so ein bisschen, weil ich die Striche jetzt hier nicht unbedingt so sehen möchte von dem Kleber. Und das trocknet dann schön. So. Ich packe... Ah ja, hier hatte ich noch so ein weiteres Blatt und eine Blüte von der Mohnblume. Die können wir hier unten zum Beispiel auch hinpacken. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen realistischer aus. So, ich packe die noch dazu. So, als ob die da so gewachsen wäre, ne? Die hätte ich jetzt fast vergessen, direkt mit anzukleben. Das macht schon Sinn, ne? Und ja, da drunter und dann nochmal mit einer Schicht oben drüber. Fehlt noch ein bisschen was. So, ich föhne das Ganze jetzt ein bisschen an, habe ich beschlossen. Das geht dann ein bisschen schneller. Dann haben wir die letzten Reste noch drin. Aber mein Pinsel gehe ich mal eben auf. So, ich habe das Ganze mit dem Föhn jetzt so weit angetrocknet, dass man damit weiterarbeiten kann. Und ich denke, es sieht sehr süß aus, wenn die Kleine hier auf der Blume drauf sitzt. Ja, doch, auf jeden Fall. Und wir brauchen ein Schildchen. Das hier sind welche von Tracy Fox. Ihr Etsy-Shop heißt Love Junk Journals. Und die, das ist aus dem Set Plain Labels. So, und hier, ne, wenn ich das mit Fred Burlap geinkt habe, passt das hervorragend da, hierher, das Schild. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob man ein größeres nehmen sollte. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Ich schneide mir das mal hier so noch ein bisschen zurecht und gucke dann einfach mal. Dann können wir nämlich einen Spruch aufkleben. Das hier ist aus Tiny Text. Das ist auch ein Stempelset von Tim Holtz. Und hier habe ich aus diversen Stempelsets mir was an Washi-Stickern gemacht. Da müssen wir gucken. Die werden wir gleich auch noch einsetzen. Ihr könnt euch das Video, in dem ich die Washi-Sticker gemacht habe, nochmal anschauen. Ich verlinke das nochmal in der Infobox. Da sind dann alle Stempelsets erklärt. Sonst zieht sich das hier ein bisschen unnötig in die Länge. So, ich ink das direkt mal, weil ich glaube, das wird schon besser sein von der Größe, das Schild. Ja, das ist auch schön. Das verdeckt zwar etwas von der Blume, aber sieht schon hübsch aus, wenn man dann hier den Spruch hat. Dann sieht das auch so ein bisschen aus, als würde sie auf dem Schild und auf der Blume sitzen. Und ich nehme noch ein bisschen Cheesecloth für den Hintergrund, glaube ich. Hinter das Schild kann das noch mal gucken, wie das aussieht. Wenn nicht, lassen wir es weg. So. Ein bisschen aufribbeln. Das ist besser. Nehme ich mir noch mal das Falzbein, gehe hier ordentlich drüber. So, ja, und die Kleine inken wir jetzt auch noch ein bisschen. Da
rundherum. Ja, nur so ein bisschen. Ne? Das soll ja gar nicht viel auffallen. Einfach nur so ein bisschen noch Pep reinbringen. So. Das fände ich, glaube ich, ganz hübsch hier. Ja, ein bisschen Cheesecloth auf die Ecke. Und wir spritzen gleich natürlich auch noch ein bisschen mit Gold. Das fehlt hier noch natürlich. Das Schild ist mir auch ein bisschen zu weiß, gebe ich zu. Darf jetzt noch ein bisschen angedreckt werden. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber ja, das ist gut. Das ist viel besser jetzt. So, das rupfe ich jetzt ein bisschen. Ne, das sieht mir hier auch ein bisschen zu nackt aus. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen Käsetuch hinmache, können wir hier auch noch mit einer Blume arbeiten gleich. Ich überlege gerade, dann können wir, ja, das darf dahin. Mehr braucht es, glaube ich, gar nicht. Vielleicht noch ein Spruch. Das ist ja auch so transparent. Das kann schön auf dem Vellum hier oben aufliegen. Und dann machen wir hier noch irgendwas hin an Typeslide. Hier auf die Seite, auf den Rand irgendwie. Oder eine Blume. Aber hier ist, ne, wir lassen das mit den Blumen. Nur einfach was Einfaches, eine Nummer. Ich glaube, eine Nummer ist ganz hübsch. So. Wir haben auch noch Reste von den, ich weiß, was wir gleich noch nehmen. Moment. Wir haben ja noch Stanzteile übrig aus dem ersten Video. Nämlich Blumen. Die liegen hier an der Seite und die warten auf ihren Einsatz. Diese nehme ich. Und ich glaube, die sieht hier ganz hübsch drauf aus. Hier oben vielleicht, da passt sie hin, ohne kaputt zu gehen. Wenn ich sie komplett aufkleben könnte, wäre das nämlich schon ganz gut. Oder sieht natürlich auch toll da. Oh ja, ich glaube, ich lasse sie dann einfach hier so drüber stehen. Also sie steht dann nicht so ganz im Mittelpunkt, keine Frage. Aber ich glaube, das finde ich gut. So. Weiter rüber noch. So. Dann bricht mir hier auch nichts ab von der Blume. So. Das soll nicht so verbogen aussehen, aber gut. Doch, das finde ich nett. So, ne, die taucht so ein bisschen aus dem Hintergrund raus auf. Das finde ich nett. Vielleicht auch noch was hin, das eine weitere Nummer oder Figur. Genau. Die Figur hier. Ja, den Stempel sozusagen hier nochmal, dass das nicht so leer aussieht. Und ich überlege gerade, was wir noch hier machen könnten. Aber ich glaube, das bietet euch eine gute Übersicht, was man so machen kann. So. So, das hätte man auch aufstempeln können. Ne? So. Machen wir hier drüber. Gut. Genie, auch so ein bisschen in den Hintergrund. So, und jetzt noch ein paar goldene Spritzer hier bei ihr. Das ist einfach nur Acrylfarbe mit ein bisschen Wasser, also goldene Acrylfarbe. Ach ja, und ihr Köpfchen abdecken wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Soll nämlich nicht im Gesichtchen hier landen. Das sähe nämlich nicht so hübsch aus. Und auf die Hände mache ich ja auch noch etwas zum Schutz. Das mache ich immer so, weil auch auf den Händen sieht das nicht so toll aus sonst. So. Besonders weil die Blumen so dunkel sind im Hintergrund, sieht das toll aus, wenn da jetzt so ein paar goldene Spritzer drauf sind. So, das reicht. Und hier an der Seite auch so ein paar. Na, da muss nicht so viel hin.
nur auf die Pflanze hoch. Den Kleber vielleicht gleich noch drunter machen. So, das war's. Ich föhne mal. So, die Pflanzen waren übrigens aus dem Stanzenset 665221 von Sizzix und Tim Holz. Und ich habe mir noch eine weitere daraus ausgestanzt. Da muss ich jetzt noch ein bisschen inken. Mit Frayed Burlap dann so die Kanten, wenn wir die benutzen, gucke ich mal gleich. Ja, jetzt die Seiten, das sieht jetzt hübsch aus, finde ich. Das reicht und mehr sollte da jetzt auch nicht mehr drauf passieren. Das reicht mir vollkommen aus als Collage. Ich hoffe, es ist jetzt so weit getrocknet, dass ich die Seiten schließen kann. Ja. Ihr seht, hier auf der Seite ist es auch sehr leer. Ich möchte jetzt aber, wie gesagt, nicht überall mit Collagen anfangen und das zu überfrachten. Es wäre ja toll, wenn wir hier noch vielleicht unten eine Pocket hinmachen. Da kann man auch wieder nähen oder man lässt es halt einfach bleiben. Ich lasse es in dem Fall hier einfach bleiben. Schneid mir einfach nur eine Tasche zurecht, so wie am Anfang des Videos. Ja, und diese Pflanze hier zum Beispiel kann ich auch noch sehr toll verwerten, hier aufkleben. Und dann ist hier schon einiges los. Noch ein Käferchen dahinter, der da vielleicht dran hochkrabbelt. Ich glaube, ich bin gar nicht so richtig im Bild. So, ein Käferchen, der da hochkrabbelt. Vielleicht ein bisschen Cheesecloth und dann war es das. Ich finde das sehr simpel, aber dann hat man trotzdem etwas Schönes, was interessant aussieht. Wir schneiden jetzt einfach mal, ich glaube, das kann ich auch wunderbar hier mal eben mit der Schere schneiden, da brauche ich keine Schneidemaschine nutzen. Ink mir das. Und dann habe ich ja noch Reste von dem Eco-Dying-Papier und das klebe ich halt genauso auf wie am Anfang. Und so eine Tasche mache ich dann natürlich auf der anderen Seite hier auch. Das ist, damit es ein bisschen symmetrischer ist. Und ja, das kann man sich ja dann so zurechtschneiden, wie man es gerade braucht. Ich achte nur darauf, dass ich das nicht über die Falz hier drüber klebe, damit ich es noch gut knicken kann. Also umklappen kann. So, klebe ich erstmal auf. Ich überlege gerade, ich glaube, ich mache noch einen Eingriff da rein. Das mache ich, bevor ich das jetzt anklebe. Und dafür einfach eine Kreisstanze wieder. Das ist jetzt 1/3 Inch. Und dann habe ich hier so einen Eingriff. Dann weiß man auch, dass das wirklich eine Tasche ist. So. Man hätte halt, wie gesagt, auch nähen können, ne? Wenn man mag. So, und dann habe ich hier noch ganz viele Schildchen. Da muss ich jetzt nicht überall schon was draufschreiben, sondern das kann ich später nutzen. Und Reste. Ich überlege jetzt gerade, das ist viel zu schmal. Ich habe die alle hier an der Seite liegen und ich glaube, weil wir die Mohnblumen hier hinter haben, können wir auch hier jetzt im Vordergrund die Mohnblumen nehmen. Das finde ich, glaube ich, schön. So, erstmal stanze ich mir dann hier auch noch ein Loch aus. Ich glaube, so rum wäre das gar nicht schlecht, wenn wir das verwenden. Genau. So, schneide ich erstmal hier ab und erstmal hier ab. Und dann gucke ich, wie das von der Höhe ist. Wie gesagt, ich finde, das kann man sehr gut mit der Schere jetzt hier machen, bei so kleinen Täschchen. So. Ist übrigens immer besser, wenn man sich eine große Schere nimmt für sowas. Wenn man so in einem Schnitt das machen kann. Ne, das wird gerader einfach. So, die andere nehmen wir für die andere Tasche. Und natürlich möchte ich hier auch den Eingriff machen, also in die Mitte den Eingriff. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. War nicht ganz die Mitte, aber optisch können wir hier einfach noch was wegnehmen und dann fällt das gar nicht auf. Ich habe da nämlich auch noch einen Bleistiftstrich drauf, dann hat sich das auch direkt erledigt. Inken nicht vergessen, dass das schön einheitlich bleibt. So.
So. Und das Schildchen noch fertig schneiden. Es ist schade, dass ich das genau hier überklebe. Das mache ich nicht. Ich lasse mir das Schildchen mal hier. Ich nehme mir dieses kleine Schildchen, mache das nur hier an die Seite. Und nehme das Schild für die andere Seite. Für die andere. Das finde ich nämlich besser. Hier auf die Seite. So. Ne? Sonst habe ich das überdeckt und das ist sehr, wäre sehr schade. So, hier die Blume klebe ich einfach auf. Na, so, ich will mich das gerade haben. Um. Da tue ich ja alles Überschüssige weg. So, das Käferchen kommt dann noch an die Seite. Vielleicht zuerst aufkleben können. Vielleicht kleben wir den doch noch da drunter. Ich glaube, das sieht einfach schöner aus. Ich versuche das nochmal so ein bisschen hochzunehmen. Mal ein bisschen Kleber drauf hier. Passt. Ja, und jetzt können wir einfach irgendetwas da rein tun. Das kann noch eine gefaltete Seite zum Notieren sein. Das kann ein Tag sein. Ich glaube, ich nehme noch eine Journaling-Card. So, ich habe hier nämlich noch so gefärbte Karteikarten, die so einen Blauton haben und mit Kaffee gefärbt sind. Das sieht ganz süß aus, denke ich. So, so einfach. Das würde ich so lassen. Da kann man ein Foto oder so auch später aufkleben. Ich überlege gerade, ob hier vielleicht noch was hin kann. Nee. Vielleicht so ein Label. So, das finde ich halt gut an den Stickern. Man kann halt gucken, ihr könnt jeden Washi-Sticker nehmen, den ihr da habt, der da zum Thema passt, zu eurem Motivpapier, was ihr benutzt. So. Oder ein bisschen tiefer. Das sollte noch gar nicht kleben. So. Falzbeinchen. So. Dann mache ich hier jetzt auch noch mal genau nach dem gleichen Schema eine Tasche hin und benutze hier das restliche Papier, obwohl ich gucke gerade, nee, müssen wir was anderes nehmen. Das ist nämlich zu kurz, aber ich zeige euch das so. Ich habe mal eben schnell die Tasche genauso gemacht. Ich muss euch ja nicht langweilen, das funktioniert hier ja jetzt nicht anders. Ne? Haben wir jetzt beide Taschen hier, die und die. Und ja, und hier möchte ich natürlich auch noch etwas machen. Hier drauf jetzt nicht mehr, denke ich. Ich glaube, dass das ganz hübsch aussieht, wenn wir hier auch die Blume drauf machen. Aber ich fand es sehr witzig. Ich habe ja so ganz kleine Tim Holtz Paper Dolls, wenn wir den kleinen hier in die Ecke setzen. Ich mache zwar nicht gerne was am Inneren hier, dass das so dick wird, klebe ich halt nicht gerne innen was ein, aber ich finde das jetzt witzig, wenn der hier in der Ecke sitzt. Ich schnapp mir nochmal hier mein Collage-Medium, hier ist noch ein bisschen was dran von gerade und tupfe hier drüber. Das ist gut an Schwämmchen, die sind immer so schön vollgesaugt direkt. Nämlich so winzig der Kleine hier. Das reicht, glaube ich, aus. Dann inke ich mir den noch so ein bisschen. So. Ui. Jetzt habe ich ein bisschen verknickt. Macht aber nichts. So. Dann brauche ich ein bisschen Cheesecloth. Also es darf nicht zu viel werden. Ich werde das auch hier so mit Abstand machen. Da sind dann so Ideen, die kommen einem jetzt dann einfach nach einer Zeit. Ich nehme hier mal eine Matte und färbe mir noch mal die Pflanze ein bisschen mehr ein. Die ist mir nämlich viel zu hell hier außen. Und dann können wir hier vielleicht noch so einen Sticker drunter setzen. Nehmen wir den doch vielleicht einfach direkt, der ist so passend. Cheesecloth da drüber. So. Da. Specimen, dann die Pflanze, dann den Cheesecloth. So.
Vorsichtig, wie gesagt, ist ein bisschen filigraner. Deswegen ist das auch ganz gut, wenn man dann so einen Kleber hat, der eine Spitze auf der Flasche sitzen hat. Also es gibt auch so Klebeflaschen, die kann man sich kaufen. So kleine, die nutze ich auch ganz gerne für Kleber, die sowas nicht mit dabei haben. So. Zack. Die kosten dann nur 1 Euro oder so, ne? Also sind sehr günstig, gibt es da meistens in Sets. So, das sieht doch schon hübsch aus. So, und den kleben wir jetzt einfach da drauf auf. Haben wir nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Cheesecloth hält und er auch. Hoffe ich. Ein bisschen mehr vielleicht nehmen. So. Jetzt doch ein bisschen viel Kleber. So. Zieht jetzt nicht so schnell an, deshalb. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Auch hier können wir so ein kleines Goldspritzerchen noch drauf machen. Wo haben wir es? Da. Und hier muss irgendwie noch was hin. Ich glaube, ein großer Sticker. Das reicht. Reicht vollkommen aus. Und unter seinen Fuß muss noch was. Hier. Kleine Nummer oder so. Field Label. Ich will das jetzt nicht ganz so überall tausende von Sachen machen, aber ein bisschen was sollte schon hier rein. Unter den Fuß ist, glaube ich, ganz gut. So, Type Slide. Ja. Und die Goldspritzer nicht vergessen. So. Und ich glaube tatsächlich. Moment, doch vielleicht den Kopf abdecken. Macht schon Sinn. So. Die Hände sind mir zu klein. Das muss jetzt nicht sein unbedingt. Tatsächlich hier auch so ein paar Goldspritzer einfach in die Ecke, weil das hübsch aussieht, würde ich sagen. So, ja, mehr aber auch nicht. Ich trockne das mal eben. So, jetzt ist es trocken. Ich komme mal ein bisschen näher. Also ich finde, das sieht ganz nett aus, so mit ihm. Und ja, ich hoffe, es ist alles trocken. Ich habe hier oben dieses Filed noch hingemacht, weil das so nackt aussah. Und ja, wenn wir jetzt umblättern, hier hatten wir ja schon einen Sticker hingemacht. Ich glaube, hier passt noch eine Motte hin. Deswegen habe ich mir nochmal die Mottensticker hier rausgeholt. So haben wir beides vereint, Schmetterlinge und Motte. So, den vielleicht so ein bisschen schräg. Falzbein drüber. Das ist mir zu weiß, diese Stelle einfach. Ne? So, und dann machen wir hinten vielleicht, habe ich mir gedacht, auch nochmal eins aufs Bellyband. So, es sieht doch sehr interessant aus, ohne dass wir zu viel Arbeit hatten mit dem Folio. So. Ne, man muss nicht auf jede Seite eine Riesen-Collage machen. Und wir haben noch trotzdem ganz viel. Oh, vielleicht ist die ein bisschen groß. Die packe ich mir beiseite. Ich habe hier noch kleinere liegen. Na, die hat auch so. Ja doch, aber die passt besser. So rum? Nee, dann fliegt es aus dem Journal raus. Wir machen es so. Nee, passt aber. Und ja, wie gesagt, sollte man noch etwas reinschreiben wollen, ist wirklich genügend Platz und man hat Platz für Fotos und. Also ich finde, das ist völlig ausreichend. Wir haben wir flippen einfach nochmal von vorne durch. Also wir haben hier, man könnte auch noch mit Goldspritzern arbeiten oder so, aber das kann man später noch machen. Wir haben hier Platz zu schreiben, ne? Das steckt jetzt hier drin. Wir haben hier den Schmetterling, wir haben hier eine Journaling-Card, die schon vorbereitet ist, dass man darauf noch was machen kann, Fotos aufkleben kann, was auch immer, und schreiben. Oh, ich sehe gerade hier, das ist umgeknickt. Das lasse ich aber so, das finde ich hübsch. Da kann man natürlich auch noch Sticker aufkleben und. Aber wir lassen das jetzt mal so. Dann habe ich hier auf der Seite nicht viel gemacht, außer diese Mini-Collage. Hier oben haben wir einen vorbereiteten Tag, auch hinten beschreibbar. Dann hier eine Journaling-Karte, einfach nur reingesteckt. Kann man auch, ne, einen Tag reinmachen oder was weiß ich. Einfach nur eine Tasche. Hier ist der Tag wieder drin.
hier einfach nur noch einen Sticker aufgeklebt. Ja. Hier, das ist die goldene Mitte. Jetzt könnte man hier natürlich auch noch irgendwie Washi-Tape aufkleben oder. Ich finde, das darf erstmal so sein. Ja, hier auch ein Tag wieder. Die Blume haben wir eingeklebt. Da finde ich, jetzt fehlen noch ein paar Goldspritzer. Das machen wir jetzt mal eben schnell noch. Ne, wenn ich das so sehe, fehlen Goldspritzer. So. Einfach hier beim Käferchen und auf die Blume. Schon sieht das Ganze viel, viel interessanter aus. So, mal gucken, ob wir vielleicht noch woanders welche hinmachen. Ich lasse es erstmal nochmal hier stehen. Fällt auf, dass der Sticker hier viel zu weiß ist. Der passt sich nicht schön im Hintergrund an. Und dann hilft es, wenn man dann bei Washi-Stickern einfach nochmal mit Frit Burlap oder der entsprechenden Farbe, mit der man Ink dann da drüber geht. Und dann sieht das schon viel besser aus. Ja, Focus on the Good. Die Kleine ist wirklich süß, finde ich. Und hier haben wir auch eine Mohnblume im Hintergrund, noch eine echte benutzt. Hier ist wieder ein Tag drin, den man super einsetzen kann. So. Hier auch einfach nur schön der Schmetterling. Ich glaube, wir machen noch ein paar Goldspritzer dahin. Also ich finde, das sieht jetzt so toll aus mit dem Ekopapier im Hintergrund und im Vordergrund. Ja, und hier den Tag hatte ich ja ohne euch gemacht. Das ist der Kornblumentag. Dann hat man hier noch mal was Spezielles, was dann hier drin ist. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht so untergeht hier. So, machen wir noch mal vorne und hinten Goldspritzerchen hin. Dann mache ich hier auch noch welche hin. So, das war's jetzt aber auch. Noch einmal füllen. So, jetzt sind wir aber durch. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Ja, ich habe nach eurem Wunsch das mit euch zu Ende angefertigt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.